Dort, wo normalerweise etwa Anträge geprüft oder Akten bearbeitet werden, ist gestern Abend groß gefeiert worden. Im Landhaus im Regierungsviertel in St. Pölten. In allen Sälen und Foyers des Landhauses wurde beim Landhausball getanzt. Rund 1500 Besucherinnen und Besucher sind gekommen. Otto Stankl war für uns mit dabei. Nicht nur eine Herrenriege, sondern natürlich auch ganz bezaubernde Damen eröffneten den 64. Landhausball. Beschwingt geht es durch den Abend und viele, die hierher gekommen sind, arbeiten auch hier. Ich bin Landesbeamter, bin hier in den Räumlichkeiten untergebracht und mir gefällt es immer wieder gut und ich finde diesen Ball sehr schön, weil man kann auf verschiedenen Ebenen tanzen und flanieren und das findet man bei selten einem Ball. Ich bin eigentlich froh, dass ich meine Kollegen jetzt einmal außerhalb vom Arbeitsumfeld sehe, ein bisschen entspannter, auch in schönerer Kleidung. Fällt mir. Es macht uns eine Riesenfreude, dass wir einmal ein Jahr so ein Fest veranstalten, wo wir die Landesbediensteten zusammenholen, wo sie die Möglichkeit haben, in gemütlichen Rahmen beieinander zu sein und einmal ja, einfach gut drauf zu sein. Und sie waren auch gut drauf, die Gäste des Abends. Und so wurde auch so manches Geheimnis über die allerersten Ballbesuche gelüftet. Das war ein Schulball in meinem Gymnasium in La Andateia, wo ich ganz viel getanzt habe und wo ich im Morgengrauen heimgekommen bin. Der erste Ball, das war wahrscheinlich der Feuerwehrball in Rach, das ist schon ziemlich lange her. Aber ich war auch begeistert, damals war ich überhaupt noch kein Tänzer, aber ich habe gern zugeschaut. Mein erster Ball, nein, ich kann mich nicht erinnern. Aber ja, ich glaube, der war im Ball der Stadt Baden. Ein schönes Erlebnis? Weiß ich nicht mehr. Wenn Sie mich spontan fragen, dann muss ich Nein sagen. Ich weiß es wirklich nicht mehr. War auch kein einschneidendes Erlebnis? Zumindest kein schlimmes. Also ich dürfte nichts angestellt haben. Angestellt hat an diesem Abend aber niemand etwas, außer vielleicht ein wenig länger als geplant den Ball genossen. Aber das ist wohl kein Fehler.